Verkapselung in der Theorie. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und dies ist die Theoriephase der Kapselung. Im nächsten Video folgt dann die Praxisphase und für alle Theoriehasser, ihr könnt das Video hier von mir aus überspringen. Wir kommen dann im nächsten Video zur Praxis. In diesem Video zur Theorie, dazu gehe ich in Photoshop und male uns wieder ein kleines Bildchen, damit das Ganze dann verständlicher wird, hoffe ich zumindest. Ganz einfach, was ist Kapselung? Und worauf will ich überhaupt hinaus? Stellt euch vor, was nehme ich als Beispiel? Ja, wir nehmen einfach den Computer als Beispiel, weil da sitze ich gerade davor und ihr wahrscheinlich auch, weil ihr wollt ja in der Praxisphase dann gleich mitmachen. Hoffe ich zumindest, dass ihr dann immer schön fleißig gleich mitmacht. Gut. Dann kommen wir jetzt mal zur Theoriephase. Unser Computer besteht ja aus mehreren Bauteilen. Zum Beispiel haben wir eine Tastatur haben wir vor uns liegen, eine Maus haben wir vor uns liegen, Monitor, auf den guckt ihr gerade, hoffe ich. Dann habt ihr da irgendwo bei euch noch so einen kleinen Tower stehen, wo ihr Monitor, Maus, Tastatur und alles Mögliche anschließt. Und dieser besteht dann auch noch aus Bauteilen. Also besteht dieses Bauteil schon mal aus Bauteilen. Also der Computer an sich besteht ja dann noch mehr aus noch kleineren Bauteilen. Zum Beispiel Arbeitsspeicher, Mainboard, CPU, Festplatte, Soundkarte, Grafikkarte und so weiter und so fort. CD-Laufwerke, Blu-ray-Laufwerke, was auch immer. Ihr habt da ja sicherlich einen Haufen Zeug drin. Genau. Und das stellt euch das Ganze jetzt mal als Objekte vor. Stellt euch vor, die Tastatur ist ein Objekt, der Monitor ist ein Objekt, euer Computer ist ein Objekt, also das Gerät an sich. Und das Innenleben besteht dann auch aus Objekten. Zum Beispiel aus der Grafikkarte. Und die nehmen wir am besten auch gleich als Beispiel, finde ich eigentlich gerade sehr interessant. Hoffe ich zumindest, dass es eine gute Wahl war. ganz einfach, wir haben jetzt ein Objekt, unsere Grafikkarte in dem Fall. Das stelle ich mal als Viereck dar, das versteht, glaube ich, jeder. So, zack, zack und zack. So, haben jetzt ein kleines Viereck, ja, da ist ein Schnipsel drüber, nicht so schlimm. So, weg ist er. Das ist jetzt unser Objekt. Stellt euch das Ganze jetzt mal als Grafikkarte vor. Wahnsinn. Das ist unser Objekt. Die haben wir gekauft. Sie ist jetzt, sagen wir mal, gerade neu rausgekommen. Oder ist schon etwas älter und ein bisschen billiger. Und deswegen haben wir uns die gekauft. Ja. Sie ist die Grafikkarte 1.0. 1.0. So. Die haben wir uns gerade gekauft und bauen die in unserem Monitor ein. Monitor sag ich schon. In unserem Computer ein und schließen sie an den Monitor an. So rum. Ach Gottchen. Was quatsch ich da? Auf jeden Fall bauen wir sie in unserem Computer ein. Von dem Computer bekommt unsere Grafikkarte den Input. Input. So. Und dann schließen wir unseren Monitor an und an den gibt unsere Grafikkarte den Output. Output. So. Jetzt haben wir unsere Grafikkarte angeschlossen. Und hoffen auch, dass sie funktioniert. Obwohl wir keine Ahnung haben, wie sie funktioniert. Oder wisst ihr, wie eine Grafikkarte funktioniert? Ich glaube, das wissen die wenigsten von euch. Wie das Ganze im Endeffekt wirklich funktioniert. Gut, wir haben also den Monitor angeschlossen und den Computer angeschlossen und hoffen, dass das Ganze funktioniert. Über diese Schnittstellen, die wir dann haben. Irgendwo an der Grafikkarte haben wir sicherlich die Schnittstellen. Eigentlich standardmäßig mittlerweile immer an denselben Stellen. Macht ja Sinn. Geht ja auch kaum anders. Gut, dann kommen wir jetzt zur Sache. Warum können wir unseren Monitor anschließen? Warum geht das überhaupt? Ganz einfach, weil die Schnittstellen ja immer dieselben sind. Im Grunde, gut, jetzt kommt HDMI auch noch dazu. Also gibt es noch neue Schnittstellen. Also neue kommen auch noch dazu, aber die alten bleiben meistens. Ja, meistens. Irgendwann verschwinden die auch. Ja, aber dazu kommen wir dann andermal vielleicht. Das hat eigentlich jetzt auch keinerlei Bewandtnis für uns. Gut. Und unser Computer hat dann auch so eine Schnittstelle und da passt unsere Grafikkarte auch rein. In unserem Mainboard quasi können wir unsere Grafikkarte reinstecken. Gut. Das Ganze funktioniert und
Das sollte auch funktionieren, hoffen wir zumindest. Wenn wir nun die Grafikkarte jetzt austauschen, zum Beispiel, weil wir wieder eine neue gekauft haben, wir kaufen uns jetzt die Version 2.0, weil sie schneller ist und ja, das ist ja der Sinn der Grafikkarte. Sie soll möglichst schnell sein. Um die Grafiken gut bearbeiten zu können und möglichst ein flüssiges Bild auf dem Monitor darstellen zu können. So. Nun hoffen wir natürlich, dass das Ganze immer noch funktioniert. Es soll ja immer noch mit unserem Monitor funktionieren und immer noch mit unserem Computer. Und das Ganze funktioniert auch, weil dieselben Schnittstellen verwendet werden. Es werden immer noch dieselben Schnittstellen verwendet. Das ist wichtig. Immer noch dieselben Schnittstellen. Also Input und Output ist immer noch dasselbe. Wir können unseren Monitor wieder anschließen und unser Mainboard wieder anschließen. Also die Grafikkarte wieder ins Mainboard stecken. Das Ganze sollte funktionieren. Hoffen wir zumindest einfach mal so. Gut, also bleiben die Anschlüsse nach Möglichkeit immer gleich. Der Grafikkartenhersteller macht immer die gleichen Anschlüsse und die Mainboard-Hersteller machen dasselbe und die Monitorhersteller machen auch dasselbe. Und dann kommen ab und zu halt neue Anschlüsse dazu und so weiter und so fort, aber das sei erstmal dahingestellt, das ist nicht mehr Teil unserer Theoriephase. Aber das Innenleben der Grafikkarte hat sich komplett geändert. Also die Schnittstellen sind gleich, aber das Innenleben hat sich komplett geändert. Die Architektur der Grafikkarte ist so weit anders, dass sie dadurch schneller geworden ist oder stromsparender und schneller oder kleiner geworden ist oder was auch immer. Auf jeden Fall ist sie besser als die alte, sonst hätten wir die neue nicht gekauft. Oder die alte ist kaputt gegangen, keine Ahnung. Wie auch immer, auf jeden Fall ist die Architektur der Version 2.0 anders. Macht ja Sinn. Gut, darum haben wir sie ja gekauft, weil sie anders ist. Das Ganze funktioniert aber trotzdem. Also das Innenleben, wie die Grafikkarte unsere Grafiken berechnet, ist anders, aber im Grunde kommt trotzdem dasselbe Ergebnis und derselbe Input. Quasi gehen unsere Dateien, unser Input, einen anderen Weg innerhalb der Grafikkarte, aber kommen an derselben Stelle wieder raus. Und das führt dann im Endeffekt zur Leistungssteigerung. Und so müssen wir jetzt gedanklich an unsere eigenen Objekte rangehen, die wir programmieren. Ganz einfach. Wir streichen jetzt mal das 2.0 raus. So. Und haben unser Heldenobjekt, was wir erstellt hatten. So. Ganz einfach. Er hat Input, hat er zum Beispiel, wir können ihm einen Namen geben. Name. Das ist unser Input. Ne? Soweit ist klar. Den können wir ihm geben. Und Output ist dasselbe. Wir können den Namen abfragen. Soweit sollte klar sein. Also, im Grunde besteht unser Held momentan nicht sonderlich aus viel, aber er kann auf jeden Fall den Namen, einen Namen bekommen, einen neuen, und diesen dann auch wieder an unseren Output, also da, wo wir den jeweils haben wollen, weitergeben. Also haben wir eine Schnittstelle, um den Namen abzufragen und eine Schnittstelle, um den Namen zu verändern. Also den Na einen neuen Namen an unser Objekt zu schicken. Gut. Das Ganze sollten wir dann auch möglichst immer über die Schnittstellen machen, über die gleichen. Weil wenn wir die Schnittstellen ändern, und das ist ja der Nachteil an der Sache, wenn wir die Schnittstellen ändern, funktioniert das Ganze nicht mehr abwärtskompatibel. Wenn ein Grafikkartenhersteller plötzlich andere Anschlüsse in Richtung Monitor, also andere Output-Anschlüsse, geben würde und die alten nicht mehr zur Verfügung stellen würde, könntet ihr euren Monitor nicht mehr anschließen und dann werdet ihr sicherlich ein bisschen verärgert. Oder ihr müsst euch Adapter kaufen, insofern sowas käuflich erwerblich ist. Was natürlich auch ärgerlich ist, weil man zusätzliches Geld vielleicht noch investieren muss. Und das ist natürlich nicht gut für uns. Deswegen müssen wir darauf achten, dass die Schnittstellen immer dieselben sind.
Richtig. Dazu kommen wir dann in der Praxisphase. Ihr werdet es dann in der Praxisphase nochmal richtig verdeutlicht sehen. Gut, ja, wie der Name dann im Inneren verarbeitet wird, spielt keine Rolle. Das können wir ändern. Also momentan haben wir die V.1.0. Wenn wir die Verarbeitung des Namens ändern, müssen wir halt nur darauf achten, dass die Schnittstellen dieselben sind. Gut. Soweit, so gut. Also können wir unser Heldenobjekt quasi austauschen mit einem neuen Heldenobjekt, welches wir komplett umgeschrieben haben und müssen nur darauf achten, dass die Schnittstellen immer dieselben sind. Gut. Das sollte soweit verstanden sein, hoffe ich. Ich hoffe. Wenn nicht, Fragen in die Kommentare oder guckt euch den Praxisteil an. Wenn ihr es dann immer noch nicht verstanden habt, könnt ihr immer noch Fragen stellen. Ist ja kein Problem. Ja. Gut. Also können wir quasi die Verarbeitung der Input-Daten verändern und müssen nur darauf achten, dass die Schnittstellen von den Input-Daten und die Schnittstellen von den Output-Daten dieselben sind. Sonst ist es nicht abwärtskompatibel. Gut. Also können wir die Verarbeitung ändern und das ist ja der Sinn und Zweck der Sache. Wir können unser Heldenobjekt verändern und das wollen wir ja. Wir wollen es ja immer weiter verändern und verbessern und verneuern und erneuern, nicht verneuern, aber wie auch immer. Immer weiter verbessern. Bis wir dann ein fertiges Heldenobjekt haben, welches wir dann auch sinnvoll verwenden können. Gut, und welchen Sinn hat das Ganze? Ganz einfach, wie bereits gesagt, der Monitorhersteller ist ein anderer als der Grafikkartenhersteller. Und der Mainboard-Hersteller ist auch ein anderer als der Grafikkartenhersteller. Stellt euch vor, ihr arbeitet zu dritt oder so an einem Projekt. Also, jetzt so als Beispielzahl. Ihr macht ein einziges Objekt. Ein einziges. So. Und dieses Objekt bekommt Input von einem anderen Objekt, was jemand anderes programmiert hat. Und ihr gebt Output an ein anderes Objekt, was jemand anderes programmiert hat. Soweit sollte klar sein. Also hier haben wir dann noch ein Objekt, so und hier noch ein Objekt. Und ihr habt nur dieses da programmiert, nur dieses. Ihr kennt nur dieses. Dieses kennt ihr nicht und dieses kennt ihr auch nicht. Weil diese beiden ja gerade erst programmiert werden, so wie eures ja auch. Also werden drei Objekte zugleich programmiert, so wie zum Beispiel ein Monitor gleichzeitig produziert wird, wie eine Grafikkarte gleichzeitig produziert wird und wie ein neues Mainboard gleichzeitig produziert werden. Die sprechen sich da ja nicht stundenlang ab, wie das Ganze dann im Inneren aussieht, weil der Monitorhersteller will gar nicht wissen, wie die Grafikkarte im Inneren funktioniert. Der Monitorhersteller will nur die Schnittstellen wissen. Mehr muss er gar nicht wissen. Und genau so ist das Ganze dann auch bei unseren Objekten. Wir kapseln quasi unser Objekt von dem Rest des Programms ab. Unser Objekt hat mit dem Rest des Programms nichts zu tun, außer die Schnittstellen. Die Schnittstellen müssen quasi den anderen Programmierern bekannt sein. Wir müssen dem Programmierer, der uns Input gibt, sagen, wie er uns Input geben kann, über welche Schnittstellen. Und wir müssen dem Programmierer, der unser Output-Objekt programmiert, sagen, wie er das, wo er oder abfragen, wo er Schnittstellen hat und wie wir das Ganze dann vernetzen. Wir brauchen quasi nur Schnittstellen, auf die wir uns einigen. So wie sich die Monitorhersteller und die Grafikkartenhersteller auf einen Input geeinigt haben und das Ganze auch so funktioniert. Wichtig. In unserem Fall ist die sag ich schon, das Attribut Name unsere Schnittstelle nach außen. Wenn wir Punkt Name eingeben, können wir den Namen abfragen und mit Punkt Name gleich zum Beispiel Anni. Können wir den Namen auf einen Wert setzen. Also haben wir zwei Schnittstellen, eine für Input und eine für Output. Gut, ich glaube, das ist soweit verstanden und ich hoffe, ihr habt das jetzt wirklich weitestgehend verstanden. Wenn nicht, dann werden wir das Ganze nochmal im Praxisteil genauer erklären, beziehungsweise ich werde es nochmal genauer erklären und ihr werdet es dann nochmal genauer sehen.
War jetzt auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ihr habt es verstanden oder ihr habt es übersprungen. Eins von beiden war auf jeden Fall ziemlich lang und ich will es nicht umsonst gemacht haben. Also ich hoffe, dass alle das verstanden haben, was wir vorhaben zu tun. Also wir wollen ein Objekt programmieren, welches unabhängig vom Rest des Systems agiert und dann über die Schnittstellen quasi versorgt wird mit Daten und Daten an andere Objekte schickt. Gut. Das sollte soweit klar sein. Hoffe ich. Zum Beispiel, wenn wir ein Kampfsystem neues in unser Spiel einbauen wollen, tauschen wir einfach das Kampfsystem aus, also das Objekt, was dafür da ist, für das Kampfsystem, und müssen dann nur dafür sorgen, dass die Schnittstellen dieselben bleiben. Also das neue Kampfsystem können wir einfach mit dem alten austauschen, solange die Schnittstellen dieselben bleiben. Als Beispiel, um wieder zurück zum RPG Maker zu kommen. Also zum Beispiel Kampfsysteme können wir verändern, solange die Schnittstellen dieselben sind. Oder Menüs können wir austauschen, solange die Schnittstellen dieselben sind. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Man kann Objekte austauschen und den Inhalt, solange die Schnittstellen dieselben sind. Und andere Programmierer von dem Projekt müssen vom Inhalt unseres Objekts nichts wissen. Sie werden quasi davon abgekapselt und müssen nur die Schnittstellen wissen. So wie wir dann auch nicht wissen, was in deren Objekten passiert. Gut, also nicht genau wissen, was darin passiert. So in etwa wissen wir es natürlich sonst. Ja. Okay, dann tschüsseli, bis zum nächsten Mal. Da geht es dann um die Praxis. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden.